Schwere Ausschreitungen in Korsika. Erst im März dieses Jahres kam es auf der französischen Mittelmeerinsel, die ja eigentlich als Urlaubsinsel bekannt ist, wieder zu schweren Krawallen. Öffentliche Gebäude wurden angezündet, Molotow-Cocktails gegen Wasserwerfer eingesetzt und es gab Verletzte auf Seiten der Demonstranten und der Polizei. Grund für die Ausschreitungen? Die Korsen sind unzufrieden mit der Regierung in Paris. Deshalb streben sie nach mehr Autonomie, viele fordern auch die vollständige Unabhängigkeit von Frankreich. Doch warum sind die Korsen so unzufrieden? Wie reagiert die Regierung in Paris auf die Proteste? Und wie wahrscheinlich ist eine Unabhängigkeit Korsikas von Frankreich tatsächlich? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Seit dem späten Mittelalter gehörte Korsika, das die viertgrößte Insel im Mittelmeer ist, zu Genua. Diese bauten die Insel als wichtigen Außenposten für ihre Marine aus, wirklich zufrieden waren die Einwohner der Insel mit der Herrschaft Genuas aber nie. So bildete sich bereits früh eine Unabhängigkeitsbewegung, die besonders ab dem 18. Jahrhundert immer mehr an Einfluss gewann. Im Jahr 1729 begann dabei erstmals ein großer Aufstand gegen die Genuesen und im Jahr 1736 wurde erstmals das Königreich Korsika ausgerufen. Als König wurde der deutsche Abenteurer Baron Theodor von Neuhof gekrönt, der beim Volk äußerst beliebt war, der demokratische Strukturen im Sinne der Aufklärung versprach. Seine Herrschaft war allerdings nicht von allzu langer Dauer, da die Genuesen die Franzosen zu Hilfe riefen, wodurch er zur Abdankung gezwungen wurde. In den nächsten Jahren kamen dabei aber immer mehr Abenteurer und Freiheitsliebende auf die Insel, die für einen unabhängigen, demokratischen Staat Korsika eintraten. 1755 wurde deshalb erneut ein unabhängiges Korsika ausgerufen. Die Korsen gaben sich dabei eine demokratische Verfassung, die heute als erste Verfassung im Zeitalter der Aufklärung gilt. Sie kamen dabei sowohl den Vereinigten Staaten als auch Frankreich zuvor. Die USA erhielten ja nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1776 eine eigene Verfassung und Frankreich erhielt im Jahr 1791 im Zuge der Französischen Revolution seine erste Verfassung. Den Genuesen wurde es aber daraufhin zu viel und sie verkauften die Insel an Frankreich. Daraufhin kam es zum Konflikt zwischen den neuen Besatzern und den Korsen. Da die französische Armee aber haushoch überlegen war, konnte sie die Aufständischen schnell besiegen und die junge Demokratie ausschalten. Und bis auf eine kurze Periode während der Französischen Revolution, als die Insel an England fiel, blieb Korsika von nun an ein integraler Bestandteil Frankreichs. Und diese versuchten von nun an ihre Herrschaft über die Insel zu festigen. Unter anderem wurde so auch das Korsische aus den Schulen und der Verwaltung verdrängt und durch das Französische ersetzt. Viele Korsen fühlten sich von den Franzosen unterdrückt und es formierte sich eine Gegenbewegung, die für die Unabhängigkeit eintrat. Und diese Bewegung besteht bis heute. Sie ist dabei nicht nur in der Politik und im öffentlichen Leben tätig, sondern verleiht ihren Forderungen auch immer wieder mit Gewalt Nachdruck. Es kam dabei auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder zu Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Dabei gewinnt aber auch die politische Unabhängigkeitsbewegung immer mehr an Zulauf. Seit 2015 stellen die Separatisten im Regionalparlament sogar die Mehrheit. Es kommt aber auch hier immer wieder zu Verwerfungen, da unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Ziele verfolgen. Die einen streben mehr Autonomie von Paris an, die anderen fordern die vollständige Unabhängigkeit von Frankreich. Doch wie wahrscheinlich ist eine tatsächliche Unabhängigkeit Korsikas? Experten halten eine vollständige Unabhängigkeit zum jetzigen Zeitpunkt für eher unwahrscheinlich. In aktuellen Umfragen zeichnet sich keine Mehrheit für eine Unabhängigkeit ab. Für was die Korsen aber einstehen, ist mehr Autonomie. Sie wollen volle Souveränität über Finanz- und Wirtschaftsfragen, über ihre Sozialpolitik sowie wieder mehr Einfluss der korsischen Sprache. Paris steht dabei vor einem Dilemma, da es befürchtet, bei zu vielen Zugeständnissen einen Dominoeffekt auszulösen. Es gibt nämlich bereits andere französische Regionen, wie zum Beispiel die Bretagne, die ebenfalls mehr Unabhängigkeit fordern. Macron hatte zunächst sogar vorgeschlagen, den Sonderstatus Korsikas in der Verfassung anzuerkennen, doch eine für 2019 geplante Überarbeitung kam schlussendlich nicht zustande. Viele Korsen fühlten sich deshalb hintergangen. Und so brechen immer wieder große Proteste auf der Insel aus. Wie die Situation letztendlich ausgehen wird, ist aktuell ungewiss. Die Separatisten werden aber durch ihre Mehrheit im Regionalparlament mit Sicherheit weiter für mehr Autonomie und mehr Unabhängigkeit von Frankreich eintreten. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Wenn ihr euch noch mehr für Unabhängigkeitsbewegungen in Europa interessiert, dann kann ich euch noch sehr das Video über Katalonien empfehlen, das sich ja ebenfalls von Spanien abspalten will. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao!